Hallo Leute, wir sind am Black Tempel und der ist wesentlich weniger bekannt als der Weiße Tempel oder der Blaue Tempel und ist auch eigentlich gar kein Tempel, sondern die Anlage wurde von einem Künstler erschaffen und der bekam irgendwann mal sogar einen Preis dafür. Da hinten so Souvenirläden und das ist die eigentliche Anlage, der Schwarze Tempel. Die Einheimischen nennen den Weißen Tempel den Himmel und den Schwarzen Tempel die Hölle. Ja, schauen wir mal, was sie hier an Eintritt verlangen. Geöffnet ist das Ganze von 9 bis 17 Uhr. Kassenhäuschen, wie auch immer. Der Eintritt pro Kopf kostet 80 Baht. Also für Thais und Ausländer gleich, dann habe ich auch kein Problem damit. Reingehen darf man hier nicht. Die andere Seite. Und alleine die Türe ist sehenswert. So soll mein Bart später mal aussehen.
Deckenventilator. Kleines Café. Fehlinfo, hier gibt es Eiscreme. Plastik. Das sind die Toiletten. In dem Gebäude kann man Souvenirs erstehen und gibt kalte Getränke. Und das wird wohl der Meister sein. Leider kann man nicht in alle Gebäude rein, nur durch die Türen reingucken. So gut es halt eben geht. Schade. Wirklich eine imposante Anlage. Hätte nicht gedacht, dass das so groß ist. Moin Doggy. Da auch wieder No Entry. Ich gehe mal schwer davon aus, hier wurde früher zu viel zerstört in den Räumlichkeiten und deswegen darf da keiner mehr rein. Das ist eine Treppe. Ein Bett mit Bärenfell. Hoffentlich erkennt man das. Der sieht ja grimmig aus. Also erstens, die 80 Baht Eintritt ist das Ganze mal wieder voll und ganz wert. Und zweitens, bringt genug Zeit mit. Das Ganze wird immer noch erweitert. Das ist die kleine Werkstatt hier. Die Künstler bei der Arbeit.
scheint sehr hart zu sein, das Holz. Die kann man sehen. Und die werden nach dem Entwurf gefertigt. Zwei. In dem Gesamtkunstwerk sind scheinbar auch Kühe enthalten. Ein Schaukelbüffel. Ich schickte kaum mal gucken, da scheint nichts drin zu sein. Diese Iglus gefallen mir persönlich nicht so gut. Passen irgendwie nicht hier rein. OMG. Quai. Ein Quai, ein Wasserbüffel. Na, Buffalo. Der Künstler hat scheinbar eine leicht makabre Ader. Auch wieder abgesperrt. Kommt man nirgendwo rein. Oh, in einem Lawn durch. Ein Waschtuber. OMG again. Und hier werden auch so Andenken verkauft. Und es gibt noch zwei Gebäude, in dem solche Gemälde ausgestellt sind. Sind aber auch geschlossen, jedenfalls momentan. So ein Ringelchen hier, kostet mal locker 9000 Baht. Ich will mal hoffen, dass wir nichts ausgelassen haben, Leute. Die Anlage ist so weitläufig und liegt alles so verstreut, kann sein, dass wir etwas übersehen haben. Aber naja, macht ja nichts. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.